Die Personen, die heute geboren werden, haben gute Chancen, 100 Jahre alt zu werden. Ich forsche daran, dass die Personen, die heute geboren werden, 120 werden. Mein Name ist Alexander. Ich erfinde neue Medikamente hier bei Bayer. Beim Design von Molekülen geht es hauptsächlich um Kreativität. Wir versuchen, Moleküle so zu konstruieren, dass sie ganz viele Eigenschaften vereinen. Letztendlich sind schon so viele Moleküle, die wir entworfen haben, nichts geworden, ja? Sodass wir das gelernt haben, damit umzugehen. Das Scheitern gehört in der Pharmaforschung durchaus dazu und auch das Quäntchen Glück. Die Motivation, an solchen Themen zu arbeiten, kommt aus dem Ziel. Das Ziel ist, Patienten zu helfen. Dieser Prozess dauert meist sehr lange, für ein Arzneimittel im Durchschnitt 15 Jahre. Mich treibt jeden Tag an, dass Ideen und Ansätze, die ich heute überlege, in 15 Jahren auf den Markt kommen können.